Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Runde Battletech. Aber diesmal nicht das Brettspiel, also die Strategievariante, sondern MechWarrior 5 Mercenaries. Ich habe ja ein paar Mal in der Battletech-Kampagne da gesagt, oder auch so, ja, das eine ist in dem Spiel, das andere ist in jedem Spiel. Wir haben uns gedacht, weil ihr seht, ich bin nicht alleine heute, wenn wir hier einen 1A MechWarrior, hier benannt mit Manfred, das ist halt der Money. Der ist heute mal mit dabei und wir haben uns nämlich überlegt, wir haben das Spiel hier direkt gekauft, als es rausgekommen ist, haben immer mal ein paar Missionen gezockt und dieses Spiel hat so ein, also es hat zum einen, ist es eigentlich Singleplayer-mäßig ausgelegt, dass man so eine Kampagne spielt. Die haben hier aber so Koop-Modus eingebaut und man kann andere Leute mit einladen. Die belegen dann quasi die Plätze in der eigenen Lanze von Co-Piloten, wenn man so will, und steuern dann selbstständig einen Mech. Ist ziemlich geil, haben wir auch schon ganz oft gemacht, haben immer Money sein Spiel gezockt, aber da ist das Safe Game weg, als er seinen PC neu gemacht hat. Deswegen haben wir gedacht, geil, starten wir doch mal eine neue Kampagne und nehmen das mal ein bisschen auf. Ja, und da schon mal direkt die erste Hürde. Man kann nämlich ungefähr die ersten 85 Missionen, ne, aber die ersten 4 oder so, ist so ein Mischmasch aus Tutorial und Einführung, das kann man dann noch nicht Koop machen. Die habe ich alle schon durchgeballert. Und das hier ist jetzt quasi die erste Möglichkeit, wo man koopmäßig spielen kann. Man hat nämlich so einen Piloten bekommen, so einen Koop-Piloten, und den Platz kann dann quasi der Money einnehmen. Und ja, die Idee hier ist ähnlich wie bei Battletech. Man hat eine Söldnerkompanie oder eine Söldnereinheit, die ist aber ziemlich runtergerockt. Also man hat hier fast gar nichts. Hier den Jenner haben wir gerade bekommen. Und wir bestehen eigentlich nur aus diesem Centurion und diesem Javelin, plus jetzt halt der Beutejenner. Ja, und jetzt muss man irgendwie hier so ein paar Missionen machen, gibt auch einen Story-Modus, alles voll schön immer hier erzählt mit Zwischensequenzen. Habe ich mir einfach so durchgeklickt. Wer sich dafür tatsächlich interessiert, dem erzähle ich vielleicht immer mal so ein bisschen nebenher oder der kann selber mal gucken. Aber wir wollen ja mal hier ein bisschen Action sehen, ne? So, und deswegen, Manni, kannst du auch mal kurz was sagen? Der ist nämlich hier im TS. Ja, guten Tag zusammen. So, und ich hoffe mal, dass das auch lautstärke technisch alles soweit passt. Ja. Aber wenn nicht, dann schreibt er das einfach in die Kommentare oder sehen wir dann. Wir probieren das jetzt hier heute also mal aus. Ihr seht, das hier ist der, ja, ich sag mal so Übersichtsbildschirm. Man ist hier immer in so einem, ich weiß nicht, Dropship oder in so einem Leopard-Schiff drin, wo 4 Mechs reinpacken, passen. Trotzdem kann man unendlich viele Mechs storen. Also hier, man hat hier, wenn man hier auf Battlemechs klickt, dann hat man hier eine Übersicht von den Mechs, die quasi einsatzbereit sind. Dann hat man hier diese Cold Storage, da kann man noch ja, Mechs reinstecken, die man halt erbeutet oder die man sich zusammenkauft. Oben rechts ist Kohle, ist ähnlich wie bei Battletech. Darunter seht ihr, hier in 77 Tagen muss ich 83.000 bezahlen. Das ist jetzt alles noch nicht so viel. Der Mech hier muss repariert werden. Machen wir mal. Und ja, hier ist das ein bisschen anders, aber teilweise auch parallel wie bei dem Strategiespiel, nur dass es halt wesentlich actionlastiger ist. Ich klicke jetzt mal hier eben, ne, Zeit vorspulen auf Wait. Zack, jetzt ist Centurion nämlich fertig. Wir haben halt wie gesagt diese 3 Mechs nur und können am Anfang noch echt nicht viel machen. Die Grundidee ist, dass man Ruf sammelt. Ich stehe hier gerade auf 3. Das geht, glaube ich, bis 15, dass man Ruf sammelt. Und immer wenn man irgendwie so ein neues Level erreicht hat, dann kann man besondere Missionen oder Story-Missionen machen. Solange man das nicht kann, so wie nämlich jetzt zum Beispiel, muss man einfach irgendwelche Missionen annehmen und den Ruf erhöhen. Und wie ihr hier seht, kann man hier gerade nichts mehr annehmen auf dem Planeten. Deswegen gucken wir, können wir jetzt entweder nach einem nächsten gucken oder wir können hier, es gibt manchmal so eingehende Nachrichten, können wir draufklicken. Da sagt er jetzt hier irgendwas, bla bla, könnt ihr euch alles durchlesen, wenn ihr Pause klickt. Ja, wir sollen da hingehen und hier die Basis angreifen und Supplies hier, Vorräte klauen. Alles klar, accept, machen wir doch. Und jetzt können wir nämlich direkt View System machen. Okay, hier hat er jetzt nochmal schön dieses Tutorial-Dings. So, da sehen wir nämlich jetzt, das hier ist die Sternenkarte. Die ist auch wesentlich größer und krasser als in dem Strategiespiel. Und ja, man kann zu jedem von diesen Teilen hier hinfliegen. Das geht. Auf den meisten gibt es auch Missionen. Und es gibt hier immer so sogenannte Konfliktzonen, sowas wie das hier. Da drin gibt es dann Aufträge. Und außerhalb davon, vor allem diese verbundenen Dinger hier, das sind halt normale besiedelte Welten. Ihr seht das hier, Industrial Hub. Da kann man hin und Mechs reparieren, neue Sachen kaufen und so weiter.
Man kann Mechs auch jetzt hier zum Beispiel in der Konfliktzone reparieren, ist aber, seht ihr unten rechts, kostet 20% mehr, dauert 30% länger. Das will man natürlich nicht. Habe ich jetzt mit dem Centurion gemacht, weil wir wollen ja einfach mal starten. Ne? Also, wir machen jetzt mal hier Travel, fliegen zu diesem Planeten hin, kostet ordentlich Kohle in dem Spiel. Also hinterher ist das nicht mehr so wichtig, aber am Anfang ist das schon echt ordentlich. Also man muss sich das gut überlegen. Man kann hier nicht sagen, oh cool, ich reiß jetzt hier direkt quer durchs All oder quer über diese Map und will auf der anderen Seite was machen. Das läuft nicht. So, aber das hier geht jetzt alles noch. Wir können nämlich jetzt hier Contracts klicken und sehen, ah, hier ist der Auftrag, den wir gerade quasi bekommen haben. Schwierigkeitsrating hat der von 7. Das geht bis, was weiß ich, über 90 oder so hoch. Das ist aber immer ungefähr so angepasst auf die Sachen, die man hat. Ihr seht hier, 135 Tonnen kann man einsetzen. So viel haben wir noch nicht mal an Max. Ich kann hier so ein paar Sachen einstellen, weil man bekommt immer so, ich sag mal so wie so ein Grundgehalt, hier Base Payout für die Mission. Aber ich kann jetzt sagen, ich habe noch keinen guten Ruf bei denen. Deswegen kann ich jetzt nur hier 4 Punkte reinstecken. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, guck mal hier, ich mache Maximum Payout. Dann kriege ich hier 561.000, aber sonst halt nicht viel. Ich könnte aber auch sagen, nee, ich will mehr Beute. Ja, und dann kriege ich Beuteanteile. Oder ich möchte, das hier ist sowas wie eine Versicherung. Da bezahlen die meine Schäden, die auftreten. Das ist ein bisschen mehr als das, was man hier an Payout kriegt. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel gar keinen Schaden nehmen würde, dann würde ich diese 172.000, die hier stehen, nicht bekommen, sondern das ist dann ja Versicherung. Ne? Hast du halt einfach rein investiert, kriegst aber nichts raus. Wir machen das aber mal. Einen hier und zwei auf Beute. Seht ihr dann gleich nach der Mission, wie das aussieht mit dem Erbeuten von Einheiten. So, und hier hat man jetzt quasi die Übersicht. Erste Position ist man immer selbst. Und dann kann man hier bis zu 4 Piloten und Mechs dazu nehmen. Aber hier oben, das ist anders als bei dem Battletech-Strategiespiel, hier oben ist immer eine Maximum-Tonnage vorgegeben. Das heißt, ich kann jetzt hier einen zweiten Piloten einsetzen. So, nämlich den. Also das ist eigentlich der, den ich gerade in der Mission gekriegt habe. Aber ihr seht, das ist jetzt automatisch der Money. Und jetzt können wir dem... Einen Mech müsstest du selber auswählen können. Kannst du da draufklicken? Ja. So, dann kannst du dir einen Mech nehmen. Du kannst ja auch den Centurion... Hier, ich mach mal weg. Du kannst ja auch den Centurion nehmen. Mir ist das egal. Die Mechs sind im Moment noch alle Standard, da ist noch nichts dran gemacht. Und ja, wir haben halt einen Centurion, der ganz okay ist, mittlerer Mech, kann alles ein bisschen. Wir haben Javelin F, der zwar sehr klein ist, aber eigentlich geil bewaffnet für den Mech. Und wir haben den hier, den Jenner, 5 Tonnen mehr als die Javelin, ist ziemlich geil bewaffnet für so ein kleines Ding, hat halt nur nicht viel an Panzerung. Dann nehme ich mal den. Heißt, der Money muss hier mit dem Centurion so den Hauptjob machen. So, und wie ihr seht, ich habe jetzt hier echt noch Tonnen frei. Wir könnten hier jetzt eigentlich locker den Javelin noch aufstellen. Problem ist, ich habe keinen Piloten. Ich guck mal kurz, ob man hier einen anheuern kann. Kann man natürlich nicht. Doch, nee, kann man nicht. Das sind die, die wir haben. Ja gut, dann würde ich sagen, dann sind wir ja nur... na, wo war es denn? Hier, Contracts. Dann sind wir ja nur irgendwie 40 Tonnen, nee, noch mehr. 50 Tonnen oder sowas unter dem Limit. Scheißegal, das machen wir schon. Kurz noch, bevor wir starten, ihr seht hier die Stats von den Piloten. Das ist, ich bin mir da noch gar nicht sicher, wie das ist jetzt, wenn die durch Spieler gespielt werden. Wenn es durch die KI ist, sieht man daran ganz gut, wie gut die womit sind. Also zum Beispiel hat einer einen hohen Energiewaffenwert, dann schießt er halt mit Energiewaffen effizienter, trifft besser. Hier steht sogar, erhöht den Schaden, den die Energiewaffen machen. Hier unten, das sind Sachen, wie gut der ausweichen kann, wie gut der mit Hitze umgeht und so weiter. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken dann mal gleich, ja, was wir hier eigentlich machen müssen. Ich vermute mal, es kaputt machen. Das wäre schön. Das Spiel hier hat ein paar richtig geile Sachen, wie zum Beispiel hier dieser Power-Up, dieser Start immer in dem Dropship. Das ist alles richtig cool gemacht. Aber es hat leider auch einiges an beschissenen Sachen. Ja, Bugs, einfach an unlogischen Sachen. Manchmal wird man zum Beispiel mit dem Dropship hier am Arsch der Welt abgesetzt und muss dann erstmal, so wie jetzt, 1,5 Kilometer dahin laufen. Hier rechts seht ihr den Mann im Centurion. Kann man so eine Außenansicht machen. Ist aber nicht so geil. Also ist ganz lustig mal. Spielt sich aber komisch. Ja, wie ihr seht hier, der Jenner ist natürlich wesentlich schneller als der Centurion. Hat aber halt nichts an Panzerung.
Was ganz cool gemacht ist bei dem Spiel, sieht man vielleicht dann erst hinterher, wenn man ein bisschen vergleicht. Guck mal, Jump Jets habe ich hier sogar auch. Hat der Centurion nicht. Ich kann, also hier der Torso und die Waffen, das dreht sich alles super schnell und auch sehr weit bei den Dingen. Das ist nämlich nicht bei allen nichts gleich. Manche sind da besser, andere schlechter. Oh, und hier sind schon erste Gegner. Direkt mal voll drauf. Ja, da kommen wir schon auch direkt zu einem der komischen Sachen bei dem Spiel. Manchmal spawnen die Gegner und das kann dann auch, obwohl wir gerade hier lang gelaufen sind, direkt hinter einem sein. Dürfte jetzt hier am Anfang aber alles noch nicht so tragisch sein. Ich habe keinen Bock, also eigentlich habe ich hier so ein... Oh, da vorne ist ein Mech, ein Hunchback. Eigentlich habe ich hier so einen Mech, der auch immer mal vorrennen kann und so ein bisschen scoutet. Nur meistens kriegt man dann da halt ordentlich auf die Schnauze. Ja, da komme ich auch gar nicht hin mit meinen Waffen. Unten rechts seht ihr die Reichweiten. Die ungefähren Reichweiten, muss man dazu sagen. Ich werde hier einfach mal so einen kleinen Kreis laufen, lass den Manni den Hunchback da fertig machen. Wie ihr seht, ist die Mission nämlich, dass wir ein Ziel ausmachen und vernichten sollen. Das ist der Typ da vorne in dem Hunchback drin, da ist so ein Totenkopf drüber. So, und wie ihr seht, ich renne jetzt hier einmal rum, habe ein paar Türme kaputt gemacht, mein Mech ist schon fast überall rot. Sehr schön. Manni macht das richtig, der bleibt nämlich da einfach ein bisschen auf Distanz und setzt seine Waffen ein. So soll das eigentlich auch sein. Oh, jetzt hänge ich hier irgendwie fest, auch sehr geil. Okay, ich guck mal, dass ich jetzt wieder hier so ein Stückchen verpisse. Ja, hier kriege ich schon wesentlich weniger ab als da vorne, wo ich gerade war. Unten links die Anzeige, das ist ein bisschen so wie bei dem Tabletop oder eben auch bei dem Strategiespiel, was ich ja hier schon mal aufgenommen habe. Da seht ihr zum einen die Panzerung und die ganzen Panzerungszonen von dem Mech und ihr seht, okay, Geschwindigkeitsangabe jetzt nicht ganz so wichtig, Sprungdüsen, aber daneben das, schießt mal hier eben in die Luft, seht ihr die Temperaturanzeige. Und das ist halt das, womit man hier die ganze Zeit spielt. Also ich kann nicht, ihr habt es gerade gesehen, nach vorne bei den Türmen, ich kann nicht einfach permanent die ganzen Waffen schießen. Denn dann wird der Mech zu heiß. Deswegen muss man immer gucken, dass man da eine ganz gute Mischung findet. Ja. Denn wenn er zu heiß wird, schaltet er sich ab. Und das ist schlecht. Ja, also ich denke, ein Mech mehr wäre hier nicht schlecht gewesen, der mit uns spielt. Oben rechts seht ihr jetzt das Diagramm von dem Ziel, was ich angewählt habe. Das ist jetzt der Hunchback. Der hat schon einiges an Waffen verloren, aber der kann nicht mehr viel. Allerdings seht ihr auch unten links an meinem Mech, dass meine Panzerung schon in der Mitte und am Bein weg ist. Ich kann auch nicht mehr viel. Ja, was war das hier? Ja, links Türme, glaube ich. Okay. Der Hunchback ist aber fast fertig, schon rot in der Mitte. Ja, ich habe den ganz gut behakt. Dropship, glaube ich. Genau, okay, über der dir. Der Hunchback ist weg. Jo. Zwei Stück sogar. Ja, zwei leichte Mechs kommen hier als Verstärkung. Einmal ein Geno, so wie ich den gerade habe, aber in frisch und ein Kommando. Oh, ich bin fast zerstört. Baller dem Kommando in den Rücken. Ja, und ich guck mal, wir können nämlich schon zum Extraction Point, also wir können schon abholen lassen. Ich werde mal gucken, dass ich da vielleicht hinkomme, ja, irgendwie. Ganz oben die Leiste, da seht ihr nämlich zum einen Ziele, aber das grüne Ding, das ist unser Dropship in 900 noch was Metern. Und es ist hier so, wenn einer der Spielercharaktere oder auch, glaube ich, sogar Copilot, weiß ich nicht, also ein KI mitspielt, diesen Bereich da hinten, also dieses grüne betritt, dann ist die Mission geschafft, dann ist direkt Ende. Wenn der Leader, also jetzt in dem Fall ich... Hab ja gerade 10 verloren. Ja,
immer schlecht. Getötet werde, dann muss man die Mission restarten. Das kann man, hier sind nochmal zwei Hubschrauber. Aber ich renne einfach weiterhin. So, ich bin da. Sehr gut. Oh, es war aber schon direkt ein bisschen knackig. Jo, ne? Fand ich auch. Heißt Mission geschafft. Aber, ja, Max beide ziemlich im Sack. Haben jetzt hier ein bisschen Ruf gekriegt, bisschen Kohle. So, und jetzt seht ihr hier die Beuteliste. Ich habe da 0 von 6 angeklickt. Ich kann 6 Teile quasi anklicken. Aber ihr seht hier, Share-Kost, die kosten unterschiedlich viel. Ein Mac zum Beispiel, der kostet, je nachdem wie fett er ist, nämlich dann mehrere Punkte. Auch die fetteren Waffen kosten mehrere Punkte. Heißt jetzt für den Moment, ich gucke einfach, was am wertvollsten ist, nehme hier die wertvollsten Sachen mit und gut. Ist da eine AK-10 bei, weil die ist gerade kaputt gegangen. Ja, müssen gleich eh mal gucken. Ihr seht jetzt hier Schadensdiagramm, die Piloten haben aber ein bisschen gelevelt. Damage-Kosten, der Centurion kostet 500.000 und der Jenner 136.000. Das ist schon ordentlich. Wir bekommen aber für die Mission noch zusätzlich einen Locust, das ist ein 20 Tonnen Kackmeck. Medium Laser, ein, toll. Naja, immerhin, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Was jetzt auch geil ist zwischen den Missionen, wir sind jetzt wie durch Zauberhand hier wieder direkt in dem Hangar. Die Max sehen jetzt hier auch so aus, wie sie nach der Mission waren. Hier seht ihr meinen Jenner, der ist halt, da ist zwar noch alles dran, aber der ist ziemlich im Arsch. Ja, der Centurion und so, naja, ne? Da ist halt nicht mehr so viel dran. Ja. Ja, aber wenn wir jetzt hier wieder auf Battlemax gucken, könnten wir jetzt hier Repair Mac klicken. Mache ich aber nicht, weil hier jetzt auch gerade kein weiterer Vertrag ist. Deswegen fliegen wir jetzt einmal aus dem System raus. Und zwar hier hin. Oder geht es woanders hin günstiger? Natürlich nicht. Okay, fliegen wir da hin. Kostet jetzt zwar 100.000, aber die Reparatur da ist etwas günstiger. Und vor allem will ich unbedingt nach einem Piloten noch gucken, damit wir zumindest diese 3 Max einsetzen können bei Mission. Wird alles im Verlauf des Spiels natürlich etwas besser. Ne? Also wenn wir irgendwie geilere Max haben, dann geht das irgendwann auf. So, hier, Barracks. Hier können wir jetzt Leute anheuern. Die haben alle noch nicht so tolle Maximalwerte. Der Beste kann bis 23 leveln. Dann werden wir den auch mal nehmen. Egal, was der hier gerade kann. Und den nehmen wir auch noch hier. Obwohl er nur bis 90. Oh, das ist ein geiler Helm hier. Alter. Naja. Okay, so, Battlemax reparieren. Centurion kostet hier nämlich jetzt sogar nur 122.000. Achso, nee, Moment. Fehler. Ich muss nämlich bei dem hier, weil eine Knarre zerstört ist, muss ich einmal auf Edit gehen. So, und wir haben zum Glück noch eine AK-10, das ist geil. Oder ist das hier der Markt? Ne, das ist Inventory. Wir haben noch eine AK-10. Machen wir die auch wieder da rein. Mit den Waffenaufhängungen hier, das sieht zwar ein bisschen anders aus wie bei der Strategievariante hiervon, aber vom Prinzip ist es gleich. Wir können hier die Panzerung hochklicken, wir haben die Waffenaufhängungen, haben hier diese Slots, das ist alles eigentlich das Gleiche. Die Werte sind ein bisschen anders, meine ich. Also zum Beispiel die Kopfpanzerung geht hier nur bis 30, die geht aber bei dem anderen Spiel, ich glaube, bis 45 oder so. Trotzdem gibt es dafür Entsprechungen hier und das ist alles gar nicht so schlecht. Hier oben sehen wir auch die Gesamttonnage, das heißt mit der ersetzten AK-10 ist der jetzt wieder so wie vorher. Hier noch diese Punkte, die Waffen haben unterschiedliche, ich sag mal, Qualitätsstufen. Zum Beispiel haben wir hier einen Medium Laser, der hat 0 von 4. Das seht ihr nämlich zum Beispiel, der hat Maximum Range 324 Meter und Damage, keine Ahnung, 5. Und wenn ich jetzt über den hier drüber gehe, der hat 2 von 4. Der hat Damage 525, also macht fast das Doppelte an Schaden. Und hat auch noch 100 Meter mehr Reichweite. Das ist natürlich ziemlich geil. Könnten wir direkt mal in den Centurion einbauen eigentlich, oder? Machen wir den nämlich von mir aus. Weil der Centurion mit der AK-10 eh schon eine Knarre, die eine gute Reichweite hat. Und die Laser kommen jetzt fast genauso weit. Ja, den hatten wir auch in der ersten Kampagne auch sehr, sehr lang, ne? Ja. Ich meine, Centurion ist auch kein schlechter Mech. Der hat halt in dem Arm die AK-10. Heißt, wenn ab, dann halt schlecht. Aber mit dem Arm hat man auch ein wesentlich besseres Schussfeld hier. Ja, der Jenner braucht halt auch ein bisschen was. Warum? Oh, ist auch ein Laser kaputt gegangen. Kannst du bei dem Centurion noch was mit der Hitze machen? Ja, dann muss halt irgendwas raus. Also meinst du,
Meinst du, dass ja, jetzt ist der schon eingestellt, müssen wir nachher mal gucken. Meinst du, dass der mehr Hitze ab kann oder was? Ja, genau, weil der hat, ich habe die AK-10 häufig geschossen, ein bisschen LSR geschossen und dann hat er sich schon sehr aufgeheizt eigentlich. Im Nahkampf war das dann ein bisschen schwierig mit den M-Lasern. Und dann war das Käse. Da können wir vielleicht überlegen. Ich weiß nicht, ob das geht, ob wir in den Jenner vielleicht die LSR auch reinpacken. Ja, oder ja, der Jenner, der hat hier nur so eine kleine Aufhängung. Da geht, glaube ich, eine 10er LSR nicht rein. Aber ich lasse den Jenner jetzt erstmal so, wie er ist. Wobei, nee, ich verändere den mal. Ich schmeiße die Jump Jets raus. Nehme ein bisschen mehr Panzerung mit. Dann gucken wir gleich mal. Ja, ihr seht hier, der kann halt nicht viel in den Armen. So, aber ihr seht jetzt ist der schon mal, okay, kommt natürlich auch noch raus, schon mal ein bisschen was aufgepanzert und wird noch einen Heatsink kriegen. Machen wir den mal dahin. Ah, ne, da hat er schon einen. Dann machen wir den dahin. So, jetzt kann er halt gar nicht mehr springen. Ihr seht hier, wie sich das verändert hat, aber Panzerung ist ein bisschen nach oben gegangen, die Kühlfähigkeit etwas nach oben gegangen, Firepower gleich geblieben, da habe ich ja nichts dran geändert. So machen wir das mal. Ihr seht ja immer, so lange dauert das, so viel kostet es. Und ihr seht, die beiden werden jetzt repariert, die beiden sind am Start. So, jetzt kann man nämlich immer gucken, entweder hier auf dem Home-Bildschirm, hier ist jetzt gerade kein Funkspruch und nix. Und hier ist einfach nur jetzt das Allgemeine so, ja, nimm halt Verträge an und bau deine Company aus. Okay, machen wir natürlich. Deswegen gucken wir jetzt einmal auf die Star-Map hier, auf die Sternenkarte und gucken. Man sieht immer, wenn man drüber geht, die ungefähre Schwierigkeit. Meine ich zumindest. Ja, da Recommended Reputation Level. Also hier ist empfohlen, dass man so 3 ungefähr ist, also so wie wir es gerade sind. Wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel hier unten gucke, da ist schon 4. Da könnte ich jetzt auch hinfliegen, was mich aber 300.000 kostet, wie ihr seht. Aber da gibt es wahrscheinlich direkt auf Schnauze. Deswegen bleiben wir erstmal hier oben und machen einfach ein paar Aufträge. Hier steht die Art des Auftrags. Man kann auch noch auf View Intel klicken und dann steht hier, was man eventuell looten könnte, worauf man da trifft. Und welche Leute einem da Arbeit anbieten. Das wäre jetzt in dem Fall hier Haus Davion, weil das auch in deren Gebiet ist. Und die haben diesen Contract hier, aber halt nur einen. Das ist ein bisschen doof. Kann aber sein, dass das am Anfang eh immer so ist. Ah ne, hier gäbe es zum Beispiel 2. Aber da kostet der Sprung direkt das Dreifache. Nö, dann gehen wir einfach hier vorne hin. Set Course. Ihr seht, 13 Tage sind jetzt vergangen mit dem Sprung. In der Zeit wurden schon Mechs repariert, leider nicht ganz, weil statt ja glaube ich 22 Tage beim Centurion. Deswegen machen wir jetzt gleich hier unten noch ein bisschen Zeit vorspulen. Okay, sind sogar beide noch nicht repariert. Wait, wait, zack, zack, alles repariert, alles geil. Oben ist unsere Kohle, ist ein bisschen weniger geworden. Ihr seht auch hier, dass vorhin stand da 88.000, jetzt muss ich schon 125.000 bezahlen, wenn wieder hier Rechnungen fällig sind. Liegt daran zum einen, dass wir ein Mech mehr haben und zum anderen daran, dass mehr Piloten am Start sind. Hier seht ihr so eine Übersicht. Wo stehen denn die Ausgaben? Hier unten. Piloten kosten 35.000, Mech kosten 90.000. Einfach nur, weil die halt da sind. Wartung, keine Ahnung. Okay, gucken wir mal, was man hier machen kann. Also, für 212.000 ein Warzone-Contract. Ich kann nur 4 Punkte verteilen. Ich mache mal einen in Versicherung und 3 in Beute. Weil durch die 3 Punkte, seht ihr, hier komme ich auf die 8. Und ich meine, mit 8 kann man schon leicht einen Mech erbeuten. Vielleicht haben wir also Glück. Tonnage Limit 145. Heißt, wir können jetzt den dritten Piloten hier einsetzen. Zack. Oh, wir können sogar den vierten noch einsetzen. Nice, hier, volle Lanze. Und sind noch 10 Tonnen drunter. Perfekt. Ja, genau, sieht eigentlich ganz cool aus. Ist auch okay, gucken wir mal, was die KI macht. Aber es dürfte eigentlich hier noch nicht allzu schwer sein. Was wir mal festgestellt hatten, war, dass wenn man mehr Mechs mitnimmt, dass sich das Feuer mehr aufteilt, dass das generell dann schon mal geiler ist.
meine ich zumindest, ne? Ja. Ja, hat man auch gerade ganz gut gesehen, ne? Weil du, als du gerade schon zum Dropship gelaufen bist, da hatte ich dann halt mehr Alarm am Hals und da habe ich auch echt gut einen aufs Maul gekriegt, also. Ja, mit den Reparaturen am Anfang muss man auch gucken. Das hatten wir auch irgendwie mal festgestellt, dass die Ersparnis der Reparatur, das muss man auch ein bisschen abwägen mit den Flugkosten. Also wenn das 50.000 kostet und die Reparatur mehr Kosten sind aber nicht so hoch wie die Flugkosten, dann kann man sich das auch überlegen. Also muss man auch nicht jedes Mal zum Reparieren irgendwie in so eine Industriewelt oder so fliegen. Ist dann nur nachher vor allen Dingen besser, wenn man teurere Mechs dann hat, wenn mehr kaputt geht und sowas alles. Ja. Ja, vor allem, es sind ja also zum einen Kosten, zum anderen die Zeit, weil man verplempert auf dem Rausflug immer Zeit für gar nichts. Auf dem Wiederreinflug halt zur Reparatur dann. Deswegen, da kann man immer mal gucken. Okay, ja genau, das ist so ein, also das ist im Prinzip so random jetzt hier. Das ist aber mit das Coolste, finde ich, was es an Missionen gibt. Ihr seht jetzt gerade so als Flügelmann einen von unseren Leuten. Auf 2 Uhr ist gerade ein Dropship weggeflogen, ne? Aber rechts sind sie schon am Kämpfen. Wir sollen nämlich jetzt da hin und unseren Verbündeten quasi helfen. Ja. Dann machen wir halt doch. Okay, einer muss hier noch irgendwo sein. Ja. Da ist ein Mech. Das ist ein Mech. Zwar auch nur so ein kleines Kackteil, aber die haben die nervige Angewohnheit, immer um einen umzurennen. Zu versuchen, den Bogen zu schießen. Okay, jo. Aber ihr seht, der ist jetzt schon eigentlich fertig. Meine Fresse, ich treffe ja gar nicht. Ah, hat jetzt auch ein bisschen gedauert, bis die. Okay, da haben wir. So, ihr seht jetzt 3 von 3, Primärziel und jetzt 0 von 16. Wir müssen jetzt 16 Gegner killen, die werden immer in Wellen quasi, in so einer Art Wellen kommen. Und hier müssen wir jetzt eigentlich, also eigentlich ist nur auf Schnauze. Manchmal hat man das auch als Mission, das ist genauso wie hier, aber man muss zusätzlich noch das Gegner. Auf 3 Uhr Fahrzeuge. Das sind jetzt alles noch Ziele, die sind für mich nicht problematisch. Blöd ist halt, wenn es dann Max als Gegner gibt. Oben übrigens, seht ihr, da könnte ich jetzt die Leute, hier hinten ist ein Mac, also Lokas, hier könnte ich jetzt meine Leute befehligen und denen zum Beispiel sagen, hier, greif den Berg an. Dann machen die das. Die KI hier ist halt relativ dämlich. Aber wenn man ungefähr weiß, wie die funktioniert, kann man es ganz gut einsetzen. Also bei manchen Missionen zum Beispiel macht es Sinn, dass man die an eine bestimmte Stelle erstmal stellt und dann engagen lässt und dann funktioniert das auch. Sprungdüsen können die gar nicht einsetzen, das verstehen die irgendwie nicht. Aber zum Glück sowohl die Gegner als auch die eigenen Drohnen. Also das ist nicht unfair oder so. Ja, hinter mir. Richtung Norden wieder ein Loctus. 2 Panzer, 3 Panzer. Panzer sind alle weg. Der ist auch fast kaputt. Oh Mann, Hitze hoch. Komm, einen noch, dann ist der weg. Okay.
Hier ist noch irgendwas. Helikopter. Jenna da hinten. Okay. Ach, was mach ich denn? Ach, sehr gut. Okay, da haben wir 16 von 16. Ich würde sagen, wir verpissen uns direkt. Man kann hier, habt ihr oder lest ihr ja gerade da unten, man könnte jetzt hier noch länger bleiben und man bekommt dann quasi Bonuskohle für Abschüsse. Kann man vielleicht machen, wenn alle Mechs noch ganz gut sind. Aber ihr seht oben links, der Javelin hat schon ganz gut was an Schäden. Bei mir geht's noch. Wir haben aber festgestellt, dass sich das eigentlich, also in unseren Augen, so gut wie gar nicht lohnt. Weil irgendwie hat man mehr, also was die Reparaturen kostet, das übersteigt in der Regel das, was man da an Abschussprämie kriegt. Und dann verliert man dann tatsächlich nochmal so eine AK oder so im letzten Moment. Dann wird es direkt richtig teuer, ja. So, mal gucken, gebt uns einen von den kleinen Mechs als Beute, bitte. Am besten so ein Jenner. Mhm. Na, nee. Aber immerhin, nehmen wir den. Lieblings-Mech. Immerhin kann man die Mechs hier recht gut verkaufen. Die bringen auch tatsächlich ein bisschen mehr als bei dem Strategiespiel. Guck mal, geil, der Centurion hat quasi nix an Schäden gekriegt. 7000 nur. Ja. Und hier unten seht ihr das jetzt. Das alles zusammen sind 83.000. Das heißt, für 50.000 weg und wieder hinspringen ist schon teurer, als die Dinger einfach hier zu reparieren. Vorausgesetzt, man würde nur 50.000 für den Sprung bezahlen. Deswegen hier Javelin, Repair, Start, Centurion, Repair. Da seht ihr, Konfliktzone kostet bei dem jetzt 1.400 extra und dauert einen Tag länger. Dadurch braucht er halt 2 statt einen Tag und er kostet 8,4 statt 7. Aber pff. So, den General Repairen. Das ist immer cool, wenn nichts wirklich kaputt gegangen ist, kann man einfach hier mit diesem Button das ganz schnell machen. Ja, und der erbeutete Mech hier, seht ihr, ist völlig zerlegt. Den könnte man jetzt mal hier fertig machen. Oder man lässt es sein. Aber ich glaube, wir machen den mal fertig. Den kann man nämlich schön dann so einem Verbündeten geben. So, der war komisch ausgestattet. Warum hatte der denn Heatsinks? Also ich meine, für was? So, wie ihr seht, hat der hier quasi gar nichts an Waffenslots. Der hat einen Medium Laser und 2 Small Ballistic Slots. Das heißt, da kann man MG reinpacken. Munition braucht er noch. Haben wir nicht. Also müssen... Ah doch, haben wir. Ne, haben wir nicht. Dann müssen wir... Ja, wir haben hier keinen Markt. Das heißt, wir können hier gerade keine Munition kaufen. Okay, dann wird der halt nicht bearbeitet. Der bleibt so, wie er ist. So, und dann gucken wir mal. Wir können hier keinen weiteren Vertrag annehmen. Deswegen klicke ich jetzt hier nicht auf Wait, sondern wir fliegen einfach direkt weiter zum nächsten Ziel. Direkt hier neben ist eine Verteidigungsmission. Machen wir die, oder? Warte mal, ja, was war... Verteidigung war geil. Zerstören war scheiße. Genau. Ja, genau. Ihr seht auch, das geht alles ein bisschen schneller als bei dem Strategiespiel, also bei der Strategiespielumsetzung. Da fliegt er dann immer erst zu dem Jump-Chip, dann macht er da den Lichtsprung, dann fliegt er wieder weg. Hier ist einfach zack, zack, 13 Tage, alles am Start. Schwierigkeit 11 steht hier. Ja, gucken wir mal. 145 Tonnen können wir einsetzen, also genau wie gerade eigentlich. Piloten wieder alle am Start. Alles ist repariert, wie ihr seht. Dann, ja, dauert jetzt das Laden noch ein bisschen. Ich guck mal kurz, ob man hier was... Hier kann man tatsächlich was kaufen. Einen kaputten Firestarter für 2,7 Millionen.
und kaputten Urban Mac für 1,4 Millionen. Das ist natürlich alles Quatsch. Wir könnten jetzt hier schon fast mit der AK. Ja. Aber ihr seht hier, wenn ich den erbeuteten Mac hier verkaufen will, dann wird der mir direkt schon 723.000 bringen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Und ja, noch brauchen wir es nicht. Also wir haben ja noch hier Kohle. Ne, hier Contracts, genau. So, 100% geladen, dann geht's direkt los. Das ist ganz geil bei dem Spiel. Man kann sich noch die anderen Sachen angucken, aber der lädt diese Mission schon mal ein. So, was müssen wir machen? Okay. Wir müssen erreichen. 500 Meter ist direkt hier. Ja, und jetzt, genau, das hier ist die etwas schwierigere Variante von dem gerade. Wir müssen eigentlich das gleiche machen, also hier kommen jetzt auch in Wellen Gegner. Da 17 Stück insgesamt, aber 100% Basisgesundheit. Wenn die halt unter 40 fällt, beziehungsweise unter 20, kriegen wir nicht volle Kohle und ja, wenn es kaputt geht, haben wir halt verloren. Hinter mir ist ein Mac. Spider. Das hier ist jetzt noch relativ easy, wie ihr seht. Also das ist schön verteilt und so. Hinterher ist dann immer lustig, dann kommt so ein Dropship mit Verstärkung und setzt die Typen genau auf einem drauf ab oder im Rücken oder so. Das ist immer sehr geil. Super geil ist das. Den Spider, bam, schon im Arsch. Was wirklich schwierig ist nachher, wenn ganz viele Fahrzeuge da unterwegs sind und viele Helikopter und man ist dann in Mechkämpfe verwickelt, das ist echt schwierig, dann den Überblick noch zu behalten, weil die Fahrzeuge machen auch dann nachher so viel Schaden immer. Ja, und vor allem hat man die dann immer überall, dann sieht man es nicht richtig, dann schießt dir wieder einer an den Rücken. Was halt auch ein bisschen komisch ist bei dem Spiel, also hier geht es ja jetzt oben links mit dem Radar und so, aber manchmal kriegt man die angezeigt, dann sind sie wieder aus dem Target raus, dann sind sie weg, weil, weiß ich nicht, hinterm Hügel oder was weiß ich wieso. Hier oben zum Beispiel Zeta, der wird mir angezeigt. Zwei Max, zwei Fahrzeuge aus Süden. Oh, wieder eine Spider. Und ein Urban Mac. Urban Mac eigentlich ein Lappenteil, aber ihr seht, der hat eine AK-10 dabei. Das heißt, wenn der einfach ein-, zweimal zum Beispiel mich trifft, ist schlecht. Also wie jetzt ein Treffer bei Gorosch. Da ist mein Mac abgeschaltet, ganz schlecht. Override. Jetzt fährt er wieder hoch. Dann weiter. Wenn man die Hitze hier einfach ins Unendliche treibt, dann nimmt man Schäden natürlich. Okay, die AK ist schon kaputt von dem Mac. Spider ist weg. So, hier der Centurion hat aber auch Hitze. Noch ein Loctus da hinten. Machen wir mal easy, der ist ja noch relativ weit weg. Okay, aber hier geht schon wieder. Ich kann ja mal hier meine Leute alle draufschicken. Ich meine, machen sie eh, der Computer engaged eigentlich. Sobald der Leute sieht, dann fangen die nämlich alle wie irre an, da hinzurennen. Ja, aber es ist schon gut, wenn die alle auf das gleiche Ziel schießen. Ich mach das eigentlich immer so, dass ich das. Hab quasi den Zielmarker auf der Maus liegen und dann gleichzeitig die F1-Taste auch, sodass du F1 für alle wählen kannst und dann wieder F1 für angreifen, mein Ziel. Das ist eigentlich ganz praktisch, dann geht's am schnellsten. So, ich bin mal hier hinten rumgelaufen, nach dem Hubschrauber abgeschossen. Jenna ist halt echt super geil schnell. Oh,
Da sind zwei Mechs, da ist ein Javelin, hier ist ein SRM-Carrier. Okay, die Fahrzeuge kann ich hier hinten wegmachen, weil ich jetzt quasi hinter denen bin. So, ich bin an einem Javelin dran. Ich habe die Fahrzeuge beide kaputt. Die AK macht recht viel Hitze, komischerweise. Abgeschaltet. Hat mich aber jetzt in Ruhe gelassen. Ja, sind jetzt alle drauf. Ich habe auch die Leute drauf geschickt. Okay, 17 von 17, wir haben's. Und dann raus, ne? Hat kaum. Achso, guck mal, das ist jetzt wieder eine, da müssen wir nicht zum Punkt. Das ist auch irgendwie manchmal so, genau wie die Maps, die sind dann irgendwie immer so randommäßig. Ja. Ist dann auch immer bei solchen Missionen, man muss dann, manchmal ist es so, man wird so weit von dieser Startbeschützer-Garnison da abgeworfen, die Gegner werden quasi dann aber in die Basis gesetzt. Das ist immer am Anfang ein bisschen komisch. Schäden ein AK-5 BF wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, nee, ich habe den Mac genommen, weil wenn der 700.000 gibt beim Verticken. Na, stimmt. Ihr habt es gesehen, Schäden wieder relativ easy. Hier ist wieder kein Contract, aber ich denke, wir reparieren die einfach alle wieder. Ah, ich habe beim Mac Shootout gewonnen. Ne? Ach, wer hätte das gedacht? So, zack, alles repariert. Die zwei lassen wir einfach so, wie sie sind. Und dann springen wir einen weiter. Hier wird nichts angezeigt. Hier oben wäre Defense Contract mal 2. Ah, okay, aber ich meine. Also dafür würde sich das lohnen, dann die Mechs ein bisschen zu behalten und auszurüsten, ne? Ja, hier ist ein Raid. Wir können ja hier einen weiter gehen. Kostet wir können ja versuchen, ob wir das schaffen. Ja, also wenn die so wenig Schaden kriegen, so wie gerade, dann geht das wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Das wäre natürlich dann ziemlich cool. Gucken wir mal, was die Missionen hier so sagen. Also ich habe das jetzt mit der AK relativ schlecht getroffen. Aber ich treffe auch mit diesen BF-AKs besser. Ich weiß nicht, ob die schneller fliegen oder was. Ein bisschen komisch. Okay, man kann keinen anheuern, man kann Assassin kaufen, aber halt auch voll kaputt. Man könnte jetzt auch die hier verkaufen. Der, ach nee, das ist der reparierte, der gibt mehr. Ich dachte schon, oh geil, der gibt 100.000 mehr. Nee, nee. Schmeißen wir den mal raus. Den auch. So, jetzt haben wir nämlich fast 4 Millionen schon, das ist geil. Wie teuer ist denn der Assassin? 2,6. Ja, nee. Ja, nicht unbedingt. Ich will irgendwie was auch ein bisschen Bam macht. So, hier seht ihr gerade, wir können jetzt aussuchen. Wir können entweder für das Draconis-Kombinat oder weiter für Davion machen. Draconis-Kombinat ist eine 8 als Schwierigkeit, Davion 10. Beides sind Defense-Missions. Machen wir erstmal die 8er, weil wenn wir da gut wegkommen, können wir dann vielleicht noch die andere nachschieben, oder? Oder einfach dann hier reparieren, ne? Ja gut, klar. Gleiche wie gerade, 145 Tonnen. Passt so eigentlich ganz gut mit der Lanze. Anstelle von dem hier rechts wäre ein zweiter Javelin ganz cool. Dann hätten wir genau 145 und Javelin halt schon direkt eine ganze Ecke geiler. Aber 4M-Laser halt, ne? Ja, aber am Anfang alles relativ egal. Dann nehmen wir, was wir kriegen können. Haben jetzt theoretisch 8 Punkte als Loot. Also, das reicht, glaube ich, auch für Spider und sowas. Wäre halt mal geil gewesen. Gerade ging ja auch Spider wieder nicht, obwohl wir ja ein paar abgeschossen haben. Hier ist das auch nicht so wie bei dem Strategiespiel, dass man diese Mech-Teile braucht, sondern entweder man hat ihn oder man hat ihn halt nicht. Und wie der Loot sich hier berechnet, weiß ich auch nicht, weil manchmal schießt man einem ganz klar zum Beispiel den Kopf weg und kann den aber nicht looten. Manchmal ist alles zerstört, aber man hat voll viel Auswahl an Beute. Ist und dann zu wenig Punkte. Ja, das sowieso immer. So, wo müssen wir hin? Hinter dem Berg oder was? Ich bin immer noch ganz irritiert, wie viel Grafikdetails hier sind. Nachdem ich den Rechner abgegradet habe, hat er dann anscheinend doch mit etwas weniger Details gespielt. Die ganzen Bäume stehen hier im Weg.
Ja, das habe ich bei mir alles an, aber was ihr vielleicht seht dann im Video, irgendwie sieht das hier gerade alles ein bisschen, also zwischendurch sieht das immer so komisch aus, körnig und hakt, also hier ist irgendwas mit der Grafik nicht richtig. Aber es ist jetzt alles nicht so schlimm. Lassen wir einfach erstmal und gucken wir mal. So, ihr seht es wieder da in den Anzeigen. Ist im Prinzip das gleiche wie gerade, nur dass wir jetzt nur 15 Gegner haben. Aber das heißt immer nichts. Das kann auch sein, dass das jetzt halt das mehr Max bei sich oder so. Versuchen die halt jetzt wieder so zu killen, dass wir möglichst wenig eigene Verluste oder Schäden haben. Sitzt ja auch, hier sind Basistürme, die quasi mitschießen, also die uns helfen, das ist ganz cool. Vier haben wir schon weg. Achso, das übrigens, was ihr gerade gesehen habt, auch wenn es noch nicht runtergetickt hat, machen die Verbündeten, also die Flügelleute, immer sehr gerne durch die eigene Basis rennen und dabei alles kaputt machen. Was sie eigentlich beschützen sollen, ne? Ja. Das ist hier vom Schaden nämlich ganz geil gemacht. Durch viele Gebäude und Sachen kann man halt durchrennen oder so reinrennen. Durch manche auch nicht. Wo sind denn die Gegner? Ja, da kommen zwei Helikopter. Jetzt bin ich hier selber durchgerannt, aber hat nicht gezählt. Außerhalb. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe quasi über mein eigenes Zielkreuz geschossen. Das ist, weil das eine Armwaffe ist. Ne? Die Armwaffe, die hat, da kann ich quasi auch da bis in den Himmel schießen. Das ginge nicht mit den KSR, die ich Torso habe. Aber dafür halt das Problem, wenn der Arm, also der Arm ist halt am an, oder die Arme sind am anfälligsten hier. Hier ist ein Mech. Oh, hier sind sogar mehrere. Also ein Mech und ein paar Fahrzeuge. Fast erledigt. Panzer, oh, der ist auch weg. Erledigt. Vier Stück neu. Also im Prinzip Spider. Da ist ein Spider. Genau, ja, den und könnten Lock wir uns mal als Beute geben, wenn nicht. Geil, ich habe noch keine Schäden, also ich habe noch nichts abgekriegt. Ich habe ein bisschen was am Arm, aber es ist nicht viel. Das Fahrzeug ist mal hier weg. So. So, drei Ziele nur noch. Also die zwei Mechs und keine Ahnung was. Ja, jawohl, einen haben wir noch irgendwo. Ah, hier ist noch ein Mech. Loctus da draußen. Ne, Spider. Ja, ist ein Spider. Na. Schön. Kacke. Okay, erledigt. Ja, sehr schön. Also, das sieht doch wirklich danach aus, als könnten wir einfach direkt die nächste Mission machen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Guck mal, nur 1% von der Basis weg. Ach, sind wir auch so gut wie nie. Ja, das liegt aber wirklich daran, weil die dann nicht durch die Basis laufen. Ja. Hatten wir so oft so eine Mission gemacht, bevor der erste Gegner da ist, direkt bam, schon mal 5% weg, weil da irgendeiner meint, er muss da durchklatschen. Ja, und auch Kacke teilweise beim so raus außerhalb hinstellen. Ne? Ja. Aber wir können die AK-5BF mitnehmen. Noch dazu und ja, keine Ahnung, hier Medium Laser mit einem Punkt, warum nicht. Ja, Schäden seht ihr hier unten fast gar nichts. Der Javelin ein bisschen, aber ist okay. Kann er nicht weg, sondern continue. Machen wir die nächste einfach noch direkt, wa? Was soll's? Ja, ja, dann beim Reparieren nochmal neu ausrüsten, ne? Ja.
So, hier seht ihr jetzt, kann ich nicht so viel anklicken, weiß ich nicht, habe ich den Ruf nicht oder so, wobei geht. Hier sind wir jetzt eher auf Kohle, hier haben wir nur 4 Beuteanteile, aber 500.000 Geld. Ah, der Javelin hat ein bisschen was abgekriegt, ne? Der ist ja Tor vor so. allem genau im Center schon, also, aber pff, gucken wir mal. Man kann die auch einzeln ansteuern, also befehligen. Du könntest dem auch speziell sagen, folge mir immer. Aber das ist dann blöd, wenn du die anderen angreifen schickst, dann läuft er natürlich dann wieder mit, ne? Ja, wir gucken einfach. Wenn das aushält, cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Wäre ganz schick, wenn man die KI gruppieren kann und dann einen quasi immer hinterherlaufen lassen kann und die anderen schickst du weg. Ja, oder halt so generelle Befehle erteilen, ne? Also irgendwie, was weiß ich, gib nur Feuerunterstützung oder sowas. Ja. Oder schieß nur aus der Distanz. Ja, das ist natürlich cool. Jetzt hier mit diesen kleinen Dingern schwierig, weil die alle nur solche Nahkampfwaffen haben. Ja. Wo ist denn der Punkt? Hinter uns natürlich, geil. So, gleiches Spiel wie gerade, ihr seht's, 100%, 2040 als Bonusziele. Und 16 Gegner. Seht ihr, oben auf dem Radar ist voll in so einem Krater hier drin, eigentlich ganz geil. Eine Karte kann man übrigens ganz klar auf B aufrufen. Ja, B für Map. Genau. Ja. Genauso wie man ein Ziel mit R anwählt. Für Target. Ja, das sind hier irgendwie so ein paar Sachen. Das war schon irgendwie beim MechWarrior 2 so. Aus welchen Gründen auch immer. Oh, hier hast du eine gute Position zum Ballern. Ihr seht ja den Centurion. Ist für mich nicht so geil, weil ich halt nichts machen kann auf die Distanz. Hier drin sind wohl auch irgendwie noch Türme, die uns mithelfen. Oder auch nicht, einer zumindest. Hier ist ein Mech. Ich gehe aber erstmal wieder ein Stück zurück, weil... Jetzt sehe ich ihn im Moment nicht. Mach mal hier hoch. Ja, da kommt dir ein Panzer gleich entgegen. Da. Nice. Bam! Da ist er weg. Ich hab den Hubschrauber. Ah, hier ist er. Da ist noch 800. Wo ist der denn? Der ist ja am Arsch der Welt da. Ups. Das war ich übrigens gerade. Ich hab die LSR voll da reingesammelt. Ups. Ah, gib dem da hinten mal die LSR mit, weil der ist immer noch so weit weg. Aber hier, jetzt habt ihr gerade gesehen, jetzt ist der wieder aus dem Target raus. LSR, obwohl ich ihn sehe da hinten. LSR locken quasi so ein und treffen dann auch ganz gut. Das ist hier mit meinen KSR anders. Hier unten habt ihr gerade live gesehen, wie ein Typ da durchgelatscht ist, aber hat nichts gemacht, hat wohl nicht dazu gezählt. Siehst du den da hinten? Boah, der ist 700 Meter immer noch weg. Der ist hinten. Ne, der ist ja vor dem Berg. Da ist er. Nein, ihr seht, das ist wahrscheinlich der letzte von dieser Welle. Also jetzt gerade kommen noch keine Gegner. Das ist immer scheiße. Aber geht. Der ist down, jetzt quasi die nächste Welle. 7 von 16 haben wir. Hier hinten sind Fahrzeuge, die hole ich mir. Ich gehe mal auf den Mech direkt. Da soll denn was sein zumindest. Einen habe ich. Ein Spider. Schrauber habe ich auch. Noch ein Panzer.
Spider kann durch den Berg schießen übrigens. Nice. Na, da sehe ich's, ne? Mein Shutdown. Ja, aber wir haben den fast. Gut. Okay, 4 noch, dann haben wir's. Also irgendwie ein Wärmetauscher würde ihm gut tun, den Centurion oder vielleicht eine kleinere LSR oder kleine AK. Ja, entweder vielleicht AK-5, da wird einiges an Platz frei dann. Dafür Tonne Munition mehr und Wärmetauscher. Oder eben LSR-5 und... Oh, Firestarter, es gibt, ne? Guck mal, oben rechts die Bewaffnung, ist geil. 4 Flamer, nee, 1, 2, doch, 4 Flamer, 2 Medium Laser, 2 Machine Gun. Da würde ich jetzt alle zum Beispiel draufschicken. Unsere Kette geben, damit du selber nicht so rangehst. Geil, dass der Jenner rückwärts so schnell ist wie der Firestarter vorwärts. Ja, ich laufe hier weiter. Ach shit, jetzt hänge ich hier irgendwo. Ja, du bist vor einen Stein gelaufen. Und Felsen natürlich. Ja. Ich laufe mal ein bisschen zickzack. Der ist zwar schon ziemlich hinüber, wie ihr oben seht, aber... Okay. Und er ist ganz gut geflogen, Mann. So sieht aus wie 3 Panzer noch und dann haben wir's. 2. Einen. Jo, und das war's. Ja, cool. Jo, easy. Und bei mir ist der. Ich linke Torso ist offen, Struktur. Aber ist nichts kaputt gegangen. Ja. Nee. Ja, das sind die kleinen Mechs, die dann so rankommen, gerade die MG-Dinger, die finde ich ziemlich gefährlich, weil die laufen immer an einen ran und die ballern die ganze Zeit. Ich habe vorhin, bevor wir hier die Kampagne angefangen haben, habe ich mir nämlich auch so ein Bild gemacht, nur mit Maschinengewehren, und das ist halt, selbst bei schweren Mechs, wo man die ganze Zeit immer auf den Center-Torso schießt, da gehen die eigentlich auch relativ schnell down. Also relativ, ne, muss natürlich gucken, dass man überlebt. Ja. Ja, jetzt gerade habt ihr an Beute gesehen, den konnte ich nicht nehmen, weil wir nur 4 Anteile hatten und der Mech 6 gekostet hat. Können hier nichts mehr annehmen. Heißt, jetzt wäre es sinnvoll, hier einmal rauszuspringen und dann wieder rein und weiterzumachen. Nur das Ding ist, hier kostet 200.000 hin. Hier unten ist für 4er Ruf, den haben wir auch schon, aber weiß nicht. Ja, wir machen das mal. Ich gehe mal hier rüber. Werden wir da reparieren. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas kaufen können. Ein Rare Kommando. Ja. Hat einen schweren Laser, eine KSR-6, hat aber nur 25 Tonnen. Ist jetzt nicht gerade teuer hier, der Mech. Eine Spider gibt's hier, gleiche Preis, 2,4 Millionen. Ein Javelin gibt's noch. Kommando ist halt schon repariert, aber ist ja egal. Oh, wir sind bei denen übrigens schon friendly, also wir kriegen 10% Rabatt quasi. Ist ja wie Möbelhaus. Ja, den hier verticken wir mal, gibt 700.000. So, dann reparieren wir unsere natürlich alle. Also cool wäre, wenn der Centurion irgendwie eine kleinere AK bekommt. Also die BF, da kann ich, glaube ich, besser mit treffen. Genau, okay, pass auf, dann machen wir beim Centurion mal Edit und bauen den mal anders. Wir haben eine AK-5 BF. Dann kriegt der die. AK-10 Ammo natürlich raus. Okay, jetzt müssen wir mal Market und... hier gibt es noch eine bessere, eine 1er. Wir haben nur einen 0er. Kaufe ich mal, kriegst du die. Okay. Aber vor allem brauchen wir Munition dafür. Equipment.
Weapons? Ey, gibt's hier keine Munition oder was? Nee, es gibt nur LSR-Munition und Heatsinks. Heatsinks werden wir mal alles snacken. Aber es gibt keine Munition, das ist doch scheiße. Aber noch welche? Im Inventar? Nö, wir haben auch nur LSR-Munition und Heatsinks. Dann nehme ich die AK-10. Ja, richtig geil. Wobei, warte mal, warum... wieso wird das hier gerade nicht angezeigt? Vielleicht muss ich auch die... Nee. Mal die AK-10 wieder reinpacken. Ja, dann zeigt er auch die AK-10 Munition. Achso, hier, valid only, okay. KSR Munition haben wir auch noch eine Tonne. Aber ansonsten nur ganz viel AK-Munition. Da gucke ich mal nach den Raketen. Weil bei Raketen ist, meine ich, Munition gleich Munition. Da wird nicht unterschieden. Das heißt, wir könnten die 10er gegen eine... ich guck mal, ob wir eine 5er kaufen können. Ja, könnte ich machen. Gegen eine 5er. Was für eine KSR haben wir denn noch? Im Inventar keine. Ah, okay. Aber wir könnten kaufen KSR, alles. 2, 4, 6 ist alles da. Könnte man auch, also willst du lieber eine KSR statt einer LSR oder was? Ja, die, also die LSR 10, die war ein bisschen schwach. Also die hat drei Schüsse, drei Salven gebraucht, bis ein Panzer weg ist. Dann bist du dann eh dran. Also lieber KSR statt LSR nehmen. Okay, dann nehmen wir mal. Wir also hätten, und vor allen Dingen zwei Wärmetauscher mehr, wenn das geht. Ja, wir hätten 7 Tonnen frei. Ja, dann mach. Machen wir mal auf jeden Fall zwei Wärmetauscher schon mal rein. So, und jetzt gucke ich mal eben. 5 Tonnen hätten wir dann noch. Eine KSR 4 wiegt 2 Tonnen. Wir brauchen nur eine Tonne Munition. Eine KSR 6 wiegt 3 Tonnen nur, okay. Dann nehmen wir wohl eine KSR 6, wa? Und dann noch mit einem Wärmetauscher auffüllen. Wenn das geht. Ah, okay. AK-5 Munition gibt es übrigens wohl, sehe ich gerade. Ja, das ist doof. Hier oben ist so ein Haken. Dann zeigt er irgendwie nur valide Sachen an. Also nur für Sachen, die wir irgendwie selber haben. Okay. Warte, dann kaufe ich hier mal ein bisschen. KSR-Muni. AK-5-Muni habe ich geholt. Und dann können wir nämlich vielleicht sogar beides machen. Ja. Also AK-5 und KSR-6, weil dann könnte sogar ganz geil sein. So, AK-10 raus, AK-5-BF, die etwas bessere rein. Warte mal, ist das dann AK-5-Munition trotzdem? Ja, ne? Ich meine ja. Das ist nur bei dem LSR, wenn man dann diese... Oder LBX-AK oder sowas, ne? Ja, genau, die spezielleren Waffen dann. Bei BF ist das, glaube ich, nicht. So, SRM und SRM. Aber wenn du dann Valid anklickst, dann dürftest du das halt noch nicht sehen. Stimmt, aber zeigt er an. Also ja, passt. So, okay. Also, du hast jetzt im Moment die AK-5BF drin, zwei zusätzliche Wärmetauscher und die KSR-6. 2 Tonnen Muni für die AK, 2 Tonnen für die KSR und wir haben noch 4 Tonnen frei. Das heißt, es können wie noch... Wie ist denn der Wert bei der Wärme? 1.2, also ist um 0.2 besser als vorher. Wir könnten zum Beispiel noch Heatsinks und ein bisschen Panzerung machen oder so. Würde ich machen, 2.2, also 2 Tonnen, 2 Wärmetauscher und den Rest Panzerung, wenn das geht. Ja, also bist du bei 1.4 und dann gucken wir mal nach Panzerung. Ja, das könnte hinkommen. Ja, ich glaube, das kommt hin. Jetzt gucken. Okay. Arme, Torsen sind alle maximal gepanzert. Der Center Torso hat 60 von 64, also fast. Und die Beine sind auch fast maximal gepanzert. Okay. Und ja, sieht eigentlich ganz geil aus, so finde ich. Müssen wir mal gucken, ob das mit den 2 Tonnen AK-Munition passt oder ob das zu wenig ist, wenn die so viel ballert. Ja, müssen wir mal gucken. Sind ja mal Salven, ne? Ja, deswegen vielleicht geht das. Okay, so, das ist alles repariert. Centurion geil in Arbeit. Jetzt könnte man halt überlegen, ob man hier so einen Javelin oder eine Spider mitnimmt.
Aber Frage ist, wofür, ne? Spider höchstens vielleicht. Als Ersatz. Ja. Ja. Ich nehme mal, ich kauf mal die Spider. Mhm. Weil, hat halt zwei Medium Laser nur, aber ist relativ unanfällig und voll schnell, deswegen nehmen wir die mal mit. So, hier, alles steht auf Reparatur, das dauert auch ein bisschen. Seht ihr hier unten? 29 Tage das längste der Centurion, weil jetzt da komplett umgebaut wird. Und ja, jetzt können wir wieder hier reinspringen. Jetzt können wir entweder nochmal hier in die Zone gehen, wo alles so für Dreier Schwierigkeit ist. Wir können hier links schon, da ist 5er, ne, wollen wir nicht hin. Hier unten ist 4er. Ich habe es bei meiner Kampagne eigentlich immer so gemacht, dass ich immer so 1 unter dem aktuellen war. Dann konnte man da immer easy durch. Aber mir ist egal. Was sollen wir machen? Sollen wir in 4er oder 3er rein? Ja, manchmal ist das ja ein bisschen seltsam. Wir haben ja selbst bei solchen Sachen, wo wir dann einen Rufpunkt runter waren, da waren da Missionen bei, die waren ja echt hammerhart, ne? Mhm. Ich würde da erstmal die etwas leichtere machen, gucken, wie auch der Bild jetzt funktioniert. Und dann können wir ja ruhig die 4er mal starten. Vielleicht haben wir auch Glück, kriegen noch einen schönen Beutemech oder so. Ja, hier ist ein Planet, da sind zwei Attentatsmissionen. Da fliegen ja, wir lass mal die hin. Machen. Ja. Kommt müssen auch, wir ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ja, und kommt auch geil hin. 27 Tage, 29 für den Centurion. Also müssen wir nur noch minimal warten, dann können wir da direkt Gas geben. Hm. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt mit der AK besser triff. So, 2 Tage noch für den Centurion haben wir. Ich gucke ja auch einfach mal auf Market. Okay, ist nicht wirklich was. Ist das eigentlich egal, wie viele Tage man hier verplempert? Also könnte man immer auf nächste Runde gehen, wenn das Geld wieder ausgeht? Ich weiß es nicht. Also ich glaube theoretisch, da steht ja unten, jetzt haben wir gerade 20. April 2016. Irgendwann ist hier Ende. Also von der Story mit den Clans, da weiß ich nicht genau, wann das ist, 3050 oder so, was weiß ich. Da muss sich das ja total ändern. Also deswegen weiß ich nicht, ob das in uns ins Unendliche weitergeht. Hm. Keine Ahnung. So, ich mach erstmal, also wir haben wieder eine 8er und eine 10er. Ich nehme erstmal die 8er. Ja. Und, machen wir mal nur ein und ein bisschen auf Kohle. Ist das bei diesen Attentatsmissionen nicht die Chance für, dass man diesen kaputten wegkriegt? Keine Ahnung. Oder vertue ich mich da? Ich weiß es nicht. Also ich habe alles in Loot auf jeden Fall gesteckt, in Beute. Okay. 8 Punkte haben wir aber nur, weil höher konnte man noch nicht klicken. Dann Rest auf Kohle und Versicherung. Hm. Ja, dann ist okay. Guck mal, und hier rechts ausgetauscht, der hat jetzt einen Spider. Wir sind also genau am Tonnage-Limit, was ganz cool ist. Das ist echt gut, ja. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt läuft. Die Sache mit den Missionen hier ist halt wirklich das, dass manche, also egal, auch wenn das die gleiche Schwierigkeit ist oder so, oder dieses gleiche Rating da, dann sind manche Missionen von der Mission her schon irgendwie beschissener. Also deswegen Demolition zum Beispiel, da muss man irgendwie immer so eine Basis zerlegen und da kommen irgendwie, also hat man ganz oft, da sind unendlich viele Gegner und Gegner und Gegner gekommen, die muss man irgendwie fertig machen, aber nebenher muss man auch noch alles zerlegen da. Also irgendwie war das immer unheimlich schwierig. Wie so ein Wespennest. Also wenn man auch einen angeschossen hat, dann sind die, wenn das ganz doof gelaufen ist, man hat da 3 Punkte gehabt, dann sind die von dem linken Punkt komplett rechts rüber gefahren, dann hat man alle Gegner auf einmal gehabt, das war ein bisschen schwierig. Ja, und deswegen dafür dann im zum Ausgleich sowas wie das, was wir jetzt die letzten 2-3 Missionen hatten, ist dann relativ easy. Wird hinterher natürlich auch ein bisschen schwerer, wenn dann da so Dropships auch kommen und direkt Fat Max absetzen. Attention. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Okay, wir haben mehrere Nav-Points, deswegen mal mit B die Map aufmachen. Nehmen wir den hier links unten erst, oder? Ja. Also 2 haben wir diesmal nur. Okay, hier steht jetzt Locate and Kill Target. Sieht so aus, als müssten wir nur einen bestimmten töten. Das ist halt Attentatsmission. Manchmal gibt es das auch, da muss man einfach alle Punkte ablaufen und alle töten oder so. Hier haben wir schon Panzer. Komm ich noch nicht hin von der Reichweite, ich drehe erstmal ab.
Ja, da die fliegt schneller. Phoenix Hawk. Also 45 Tonner. Und das ist das Ziel schon. Ich habe die Typen mal drauf geschickt hier, die Lensmates. Ja, obwohl wir machen am besten erst die Fahrzeuge, ne? Ja. Ich gehe auf den drauf, der kommt genau auf mich zu. Ja, ich auch. Jetzt ist okay. Die AK schießt schneller als die 10, ne? Ja, definitiv. Ja, kacke, ich bin abgeschaltet, aber ich habe dem ordentlich gegeben schon. Übrigens ist das hier Captain Witherspoon, den wir kaputt machen müssen. Das steht da zum Glück nicht die Reese, ey. Ja. Okay, der hat nur noch einen Small Laser. Ja. Da ist ein Dropship. Okay. Jo, sind mindestens zwei Max weg. Okay, wir können uns schon verpissen. Sollen wir das machen, ja, ne? Ja, ich glaube, wir kriegen nämlich gut aufs Maul. Ja, es sind 600 Meter. Ich renne schon. Mein 130 km/h, ja. Ja. Mach du mal. Das hier ist jetzt unser AK-5 ist kaputt. Schlecht. Junge, eine haben wir noch, aber halt nicht mit 1er Aufwertung. Ja, aber ist nicht so schlimm, aber ich treffe mit dem Ding auf jeden Fall besser. Da waren jetzt auch echt viele Fahrzeuge direkt. Ich habe mir eigentlich eh Glück gehabt, dass der direkt da so rausgekommen ist. Ja. Denn da wurden ja echt viele, viele, viele Ziele angezeigt. Okay, so, wir könnten den Mac erbeuten, aber wie ihr seht, er kostet 13 Punkte, wir haben halt nur 8. Das ist immer sehr ärgerlich. So, und mit meinen 8 Punkten kann ich jetzt hier diesen anderen Scheiß looten und ja, für den Arsch. Das ist halt echt schade, dass man da jetzt nicht anteilig was von dem Mac schon kriegt oder so. Mhm. Naja. Okay, hier unten seht ihr die Kosten, ich habe 0. Bam, Junge, kein Problem. Ja, ja. Naja, dann machen wir ein paar Reparaturen, wa? Jo. So, ah, krass, der Centurion ist schon teuer jetzt, ne? Aber ich glaube, da kommen auch die Waffenkosten mit rein, ne? Das kann gut sein, ja. Es ist noch mehr kaputt. Die Munition ist weg, zwei Heatsinks weg. So, AK-5BF. Dann zweimal Munition habe ich noch. Also ich hatte direkt ein bisschen mehr gekauft. Hier ist es übrigens so, die Munition... Also man muss nicht tonnenweise Munition nachkaufen, sondern es sind quasi die Slots. Also der füllt Munition immer automatisch wieder auf, auch wenn die komplett weg ist. Nur wenn die zerstört ist, so wie jetzt gerade, dann muss man halt neue reinpacken. Okay, er hat wieder 50 von 50 Tonnen, alles cool, 119.000 kostet er jetzt hier nur. Also ja, der hat wahrscheinlich gerade wirklich angezeigt, was das insgesamt kosten würde oder so. Aber da wir die Knarre jetzt noch hatten, ist es okay. Ja. So, jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen vorspulen. 30 Tage, bis der Centurion da ist. Und wir haben verletzten Piloten. Den Freeman. Ja, egal, spule ich jetzt auch nochmal vor, weil wir haben im Moment nur die 4. So, hier haben wir jetzt sogar noch weniger Loot, nämlich nur 6. Mehr kann ich nicht anklicken. Und gleiches Spiel. Ah, der ist doch gerade direkt auf mich zugelaufen die ganze Zeit. Naja. Und gucken wir mal, also die Mission ist jetzt hier von der Angabe her 2 schwieriger als die gerade, also 10 statt 8, aber hat dieselbe Tonnage und kann durchaus sein, dass das ja auch nicht wirklich schwieriger ist. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir beide konzentrieren uns immer erstmal auf die Fahrzeuge. Weil die haben mich nämlich gerade auch auseinandergenommen. Ja. Ja, 98%. Ja, und los geht's. Ist Nacht oder was? Zumindest hier in dem Ding drin. Gerade war das auch voll dunkel und dann war irgendwie voll Schnee draußen. Ja. Oh, ey, was ist das denn hier? All systems nominal.
Wie romantisch. So, wieder. Oh ne, boah, 5 Punkte haben wir diesmal sogar, okay. Ja, ich glaube, wir sollten oben rechts gehen. Ja. Die Beb sagt, wir müssen nach oben rechts. Links ist schon ein Hubschrauber. Okay, der Punkt oben ist es nicht. Da hat sie jetzt schon gesagt, das ist es nicht. Dann gehen wir. Ja, gehen wir doch runter, wa? Jo. Da sind. Da, wo die beiden Teamkollegen sind, da kommen Panzer her. Kann man da runter oder was? Ja. Okay, die Spider ist jetzt eh schon mal runtergefallen. Boah, ist unten in dem Graben drin. Geil. Jetzt auch mit so Türmen und so ganzen Kram. Ja, gut, das ist dann doch der Punkt oben rechts, ne? Ja, das ist der Punkt oben rechts. Also. So. Ja, oder dann zieh die zurück, halt, obwohl die Gegner kommen mit, ne? Naja, also die müssen wir jetzt halt hier kaputt machen. Ja, vielleicht müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von anderen Punkten mitziehen. Von links kommen nämlich auch noch was. Ach, das ist da, wo die Spider war, oder was? Ja, ja, der ist da in die Schlucht reingefallen. Hat der nicht Jumpjet? So, okay, also irgendwie sind wohl die Punkte alle falsch. Dann gehen wir zu dem ganz oben links. Spider kommt eh jetzt aus der Mitte wieder hochgelaufen. Was ein Lappen, ey. Der bringt einen Panzer mit. Ja, gehen wir erst recht zu dem Punkt, ne? Weil der eh hier geradeaus quasi ist oben. Mhm. Ich habe übrigens 148 Schuss Munition noch für die AK, also ist genug. Okay, dann könnte man natürlich ja überlegen, ob man. Okay, hier ist auch nichts. Gut, aber killen wir. Okay, da ja, den Hubschrauber noch. Ja, nice. Jetzt die Frage, laufen wir da außen drum rum? Ja, ne? Ja, die Map ist ja schon fast so gestaltet, ne? Ja. Ja. Da müssen wir wahrscheinlich unten drum rum und dann da rein. Wobei, sieht ja so aus, als wären wir hier höher. Also vielleicht kann man da auch hier vorne drüber. Runterballern, ne? Ja. Ja, ich sehe auf jeden Fall das Ziel. Also kann es natürlich nicht ansehen, aber ich sehe es da oben. Hier kann man hoch, das ist ganz geil. Panzer mindestens ja, eine. Hier kann man perfekt runterballern. Also ich jetzt nicht, weil ich die Reichweite nicht habe. Aber du kannst ja sonst vielleicht hier hingehen, wo ich bin. Da war wie so ein Aufgang nämlich. Ja. Hier kommt. Ah ne, der kommt hier um die Ecke. Okay. Handspeck, aber zum Glück nicht der mit der AK-20. Aber cooles Muster. Ist ja jetzt heavy, oder? Das ist übrigens Captain Luke. Skywalker. Ach ne, anderes Universum, ne? Okay, ich kümmere mich ein bisschen um die Fahrzeuge.
Wie viele Fahrzeuge sind denn hier? Da kommt ein Dropship. Jo. Ich lauf mal zu unserem Dropship, ne? Hast du den kaputt, oder? Ja, ja. Ah, das ist leider auch da unten. Ist nur ein Loctus, mehr ist halt nicht. Ja, oh. Ah ne, da hinten ist noch einer. Da sind zwei da. Ja, aber wahrscheinlich besser schnell kaputt machen, als die, die im Rücken haben. Mhm. KSR ist gut. Fand die KSR 6. Weg. Oh, KI, ey. Geh weg. Oh. Waffenarm ist orange und der Allenarm, der leider nichts zerdrücken kann, der ist rot. Aber so geht's. Oh, hier sind noch Türme. Das Dropship, also. Ja, okay. So, ihr seht es hier, ne? Der Rang geht immer weiter hoch, also der Ruf. Oh geil, jetzt, ja, toll. Genau, mhm. Das ist das Ding. Die Spider kostet exakt einen Punkt mehr zum Looten, als wir zur Verfügung haben. Richtig kacke. Dann nehmen wir halt wieder hier das Scheißteil. Wärmetauscher. Ja, ach, im, einer, ne? Im Moment, ja, und kohletechnisch hier gucken. Schon erstmal mitrufen. Schäden halten sich eigentlich in Grenzen, aber wir haben hier jetzt keinen Auftrag mehr. Deswegen würde ich sagen, mal eben kurz auf die Star Map gucken. Wobei man müsste relativ weit fliegen. 150.000, ne, dann kann man doch besser so reparieren. Und dann zum nächsten Planeten fliegen. Ihr seht, das kostet jetzt hier 11.000 mehr, der kostet 9.000 mehr, 7.000 mehr und 4.000 mehr. Also da haben wir den Flug, weiß ich nicht, 8-mal drin, 10-mal drin, also alles gut. Ja, allerdings würde ich fast sagen, wir gehen auf der Star Map mal zum Planeten. Hier haben wir nochmal wieder Assassination Contract. Da wäre ein Raid Contract. Ich denke, das können wir aber auch nächste Mal machen, weil aufgrund der Zeit würde ich fast sagen, dass wir vielleicht für heute mal rausgehen. Ja, habe ich nichts gegen. Einmal abspeichern, save. Ja. Ihr seht hier, wir sind übrigens die YouTube Raiders Ultimate, also so heißt unsere Söldnereinheit, ne? Yes, baby. Und ja, das wird dann mal hier gesaved. Da hinten springt der Manfred noch rum. Jetzt muss ich mal eben gucken, hat er das jetzt gesaved oder nicht? Eigentlich schon, ne? Wäre ja, ganz hat er, gut. Hat er. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, sind wir für dieses Mal raus. Wir gucken mal, ich werde das jetzt, also ihr seht es ja dann online, haha, ich werde es jetzt demnächst online stellen. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir da immer mal ein bisschen weitermachen. Ja. Gut, ansonsten sind wir erstmal raus. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.